Ja, absolut. Es war ein ganz besonderer Sieg. Es war ein harter Fight und wir haben teilweise wirklich auch nach dem 2-0 dann fußballerisch gewisse Dinge mit aufblitzen lassen. War beisam, hat sehr, sehr gut getan und hat gezeigt, dass wir ja, in der Mannschaft dort schon auch einiges leisten können, dass die Energie vorhanden ist. Jetzt geht es natürlich, dieses Momentum festzuhalten, dort nicht locker zu lassen. Ich glaube, so die letzten Ergebnisse, wenn man mal so rückblickend schaut, konnten wir schon auch die Waage leicht auf unsere Seite kippen, was auch nötig war, wichtig war. Klar, den Anfang der Saison haben wir mächtig verschlafen und jetzt ja, müssen wir einfach dranbleiben, müssen hart arbeiten, müssen an uns glauben, müssen trotzdem den Meter mehr gehen und da sind wir gerade dabei, sind sehr gewillt. Die Truppe ist ja, sehr fokussiert und jetzt haben wir schon das nächste Brett vor der Brust, wo wir uns aber auch sehr, sehr drauf freuen. Ich glaube, noch mehr Lust auf Siegen, glaube ich. Ich glaube, das hat uns viel gezeigt jetzt, der Sieg, dass wir es können. Und das hat uns Selbstvertrauen gegeben. So, die Trainingswoche war hart, aber jeder hat mitgezogen, jeder hat Gas gegeben. Das ist das Wichtigste. Ich erwarte ein sehr enges Spiel. Der Gegner kennt uns, wir kennen den Gegner. Wenn wir jetzt allein mal in die letzte Saison reinschauen, dann haben wir knapp dort durch ein Freischusstor von der Rand verloren. Kurz vor Schluss haben das Heimspiel hier relativ glücklich mit 2-0 gewinnen können. Es hätte auch in die andere Richtung kippen können. Sie haben dort eine gewisse Robustheit, eine gewisse Kompaktheit in ihren Reihen. Sie haben sehr, sehr schnelle offensive Leute und ja, im zentralen Mittelfeld schon auch den einen oder anderen. Kann man nur mal Mast erwähnen, der natürlich ein paar andere Sachen schon gesehen hat, der einer der besten zentralen Mittelfeldspieler in der Liga ist. Mit Miroslav Jagatic, ein Trainer, der dort mit den Jungs seit ja, langem schon zusammenarbeitet. Sie sind eingespielt. Er selber ist auch beim Fußballlehrer-Kurs mit drin. Ist eine absolute Auszeichnung, wenn du da reinkommst. Das jetzt, kommt nicht von ungefähr und da werden wir schon ordentlich zu tun haben. Wir freuen uns aber drauf. Ich habe gehört, es kommen viele Fans. Ich hoffe, dass noch auf den letzten Metern noch mehr kommen werden, dass wir dort hier ein tolles Spiel haben. Wir werden alles geben, werden alles reinhauen. Wir werden Gas geben und versuchen halt diese 3 Punkte zu halten. Ich hatte so Oberschenkelprobleme, vielleicht eine Überbelastung so von meinen Oberschenkel. So genau weiß ich das auch nicht, aber es hat sich immer, war so ein Hin und Her. Ich glaube, das war das Problem, dass es immer aufgetreten ist und dann habe ich das mal ruhen lassen für ein paar Wochen und jetzt ist es zum Glück besser wieder. Ja, Bock haben wir eh immer. Ich meine, es ist eine ganz, ganz besondere Regionalliga Nordost. Egal, ob jetzt, sag ich mal, 3000 Zuschauer hier bei uns zu Hause sind oder auch 6 oder 15. Mal gucken, wie es da auch mal aussieht. Und ja, es immer ein Fest. Darauf arbeitest du hin. Die ganze Woche. Wir haben jetzt eine lange Woche gehabt, haben intensiv trainiert, um uns darauf vorzubereiten und klar, dann wollen wir es rauslassen, dann ist jeder auch heiß, jeder will spielen, das merkst du bei den Jungs. Jetzt haben wir noch 2 Einheiten, werden uns sammeln, werden uns sehr fokussieren und dann gemeinsam mit den Fans hier wirklich alles geben, alles versuchen. Wir werden von der ersten Minute probieren, dass der Funke überspringt, damit wir die 3 Punkte hoffentlich hier behalten. Ja, ich glaube, wenn man da die ganze Zeit zweifelt, ist es, glaube ich, auch nicht gut für den Kopf. Ich glaube, dann dauert so ein Heilprozess noch länger. Ich muss hart arbeiten, also noch mehr machen für mich, noch mehr pflegen. Und es war schwer für mich, muss ich auch ehrlich zugeben, so, weil es auch gerade nicht lief für uns. So der Mannschaft dann nicht zu helfen, ist, glaube ich, das Schlimmste dann. Ja, mit den einen oder anderen habe ich immer noch Kontakt. So ist aber normal, dass du mit dem einen mehr, mit dem anderen weniger hast. Sonst für 90 Minuten wird es da, glaube ich, jetzt erstmal keine Freunde geben. Danach ist dann, denke ich, wieder alles gut.